Ja, hallo, ich möchte anschließend an die Vorlesung zu den Bildungsbegriffen darauf eingehen, dass es offenbar sehr schwierig ist, Beispiele für transformatorische Bildungsprozesse zu finden. Und ich habe mir ein sehr berühmtes Beispiel mal einfallen lassen und möchte daran also nicht nur ein Beispiel geben, sondern auch zugleich zeigen, wie man, an welchen Kriterien man das festmachen kann. Ob das sinnvoll ist, von einem transformatorischen Bildungsprozess zu sprechen. Das Beispiel ist ganz berühmt und auf den ersten Blick kann man sich gar nicht vorstellen, was daran besonders sein soll. Es geht um eine Besteigung eines Berges. Im Jahr 1336 ist der italienische Dichter Francesco Petrarca auf einen Berg in der Provence gestiegen, der gar nicht so beeindruckend ist, also keine 2000 Meter. Von da aus kann man die Alpen sehen, da gibt es ganz andere Berge. Und er ist mit seinem Bruder hochgestiegen und hat die Landschaft sich angeschaut, war beeindruckt davon, von der Schönheit und hat darüber nachgedacht, was er in der Nähe und in der Ferne sieht und über seine Heimat, Italien, nachgedacht. Und dann hat er ein Buch aufgeschlagen irgendwo, hat zwei Sätze gelesen, war auch davon beeindruckt und ist wieder runtergegangen, also herabgestiegen. So, das ist wie gesagt nichts Besonderes vorgefallen. Er hat sich zwar mal so Umwege, es hat sich so ein bisschen verlaufen, aber das ist gar nicht der Punkt. Sondern wenn man herausfinden will, warum in so einer scheinbar, also bei sowas scheinbar relativ normalem, ein transformatorischer Bildungsprozess sich ereignen kann, dann muss man im ersten Schritt sich die Situation genauer anschauen. Situation ist hier schon im Grunde ein philosophischer Begriff. Und wenn wir uns daran erinnern, bei transformatorischen Bildungsprozessen geht es ja um Veränderungen des Selbst- und Weltentwurfs. Entwurf ist dabei so ein existenzialphilosophischer Begriff, genau wie der Situationsbegriff auch. Und Kokomor formuliert das eben auch als Entwurf. Koller spricht von Selbst- und Weltverhältnissen, die grundlegend verändert werden. So, und dann müssen wir uns fragen, was ist denn eigentlich hier ein Selbst- und Weltverhältnis oder was ist der Selbst- und Weltentwurf, von dem man ausgeht? Man kann dann die Situation analysieren, wie Sartre das macht, als Verhältnis aus Faktizität und Freiheit oder um es einfacher zu sagen, man ist in der Welt in einem ganz bestimmten Verhältnis aus Gegebenem, also etwas, was da einfach ist, was man sich nicht ausgesucht hat. Und dem, was man dann für Möglichkeiten, für Freiheiten entdecken kann oder sehen kann. Also der Begriff war geworfen, man ist dann geworfen in eine Situation und hält bestimmte Dinge für änderbar, andere für nicht änderbar. Man hat bestimmte auch Normalitätsvorstellungen und dieses Verhältnis ist eigentlich das grundlegende Selbst- und Weltverhältnis, das grundlegende in der Welt sein, das sich in jeder konkreten Situation zeigt. Gut, und jetzt geht's mal an dem Beispiel, Petrarca steigt auf den Berg in diesem Jahr 1336. Das ist eine Zeit im ausgehenden Mittelalter, wo man nicht auf Berge steigt, einfach so aus Spaß. Tatsächlich ist diese Besteigung des Mont Ventoux auch die erste dokumentierte Besteigung eines Berges. Also natürlich gibt es Berichte über, gerade in Kriegen oder so, wie Leute über Berge gestiegen sind. Aber dabei ging es ja nicht um die Bergbesteigung selbst, sondern sie war ja sozusagen nur ein Hindernis, logistisch, strategisch interessant. Hier geht es um gar keinen Zweck. Jemand steigt auf einen Berg, weil er auf einen Berg steigen möchte. So, das ist die erste Beschreibung von so etwas in diesem Jahr. Der Grund ist, dass
dass die Situation jetzt nicht nur von Petrarca, sondern in dieser Zeit das als gar nicht vorgesehen hat, einen Berg als so etwas zu betrachten und sich selbst, das ist ja auch das Selbstverhältnis, sich selbst als etwas zu betrachten, wie wir heute sagen, ich mache jetzt so etwas, weil ich eine Erfahrung machen möchte oder weil ich mich entfalten möchte, weil es um mich geht und meine Erfahrungen. Das ist kein Gedanke, der im Mittelalter wahrscheinlich war, dass man solchen Gedanken hat. Deswegen ist auch niemand mitgekommen, außer sein Bruder, weil man das eigentlich niemandem begreiflich machen konnte, was das soll. Gut, er ist dann, wie gesagt, hochgestiegen und war dann sehr beeindruckt von der Landschaft. Auch das scheint nichts Besonderes zu sein, aber in dieser Situation ist schon diese Erfahrung der Landschaft eine Irritation gewesen. Weil er die Natur wahrgenommen hat als etwas, was nicht wie das Übliche war, jetzt irgendwie göttliche Schöpfung, so dieser direkt der Verweis auf Gott war da jetzt nicht der Punkt. Dann auch nicht so ein distanzierte Betrachtung von welche Zwecke kann man hier, also man kann die Natur sehr objektiv betrachten, als etwas, was im Weg ist, etwas, was man nutzen kann, verwerten kann oder was man überwinden muss, etwas, was gefährlich ist und so. Das wären ja alles solche Objektivierungen von Natur. Und das, was wir heute als Natur empfinden oder Naturerfahrung, wo man sich dem hingibt und eine ganz subjektive Beziehung dazu aufbaut, das scheint er erfahren zu haben in diesem Moment. Und das ist, wie ich schon angedeutet habe, etwas, wo man heute sagt, was für den mittelalterlichen Menschen sehr eigenartig, sehr irritierend. Also er ist beeindruckt, er ist gerührt oder bewegt von diesen Anblicken. Und was passiert jetzt? Also hier kommen wir ja zu dem Punkt, dass er hier eine Erfahrung macht, die haben wir ja subsumptionsresistent genannt. Also könnte sich also fragen, warum bedeutet mir das hier etwas? Kann sich das gar nicht erklären. Kann sich zum Beispiel jetzt nicht, wie es für ihn üblich wäre, jetzt religiös oder im Glauben. Er hat es, der Gottesbezug ist jetzt hier kein Thema. Also, was macht er nun? Jetzt geht es nämlich zu der Transformation als Prozess. Ich mache hier mal so einen Pfeil hin. Er blockiert nicht diese Erfahrung, sondern er versucht sich damit auseinanderzusetzen. Er möchte oder er bemüht sich, neue Schemata, also grundsätzliche Arten und Weisen, wie man etwas betrachten kann, oder eine neue Orientierung . Also wenn er jetzt hier was gefunden hat, was ihm Freude bereitet, und das ihm, was ihm gar nicht klar war, dass so etwas Freude bereiten kann, vielleicht muss er da sich ganz neu aufstellen in seinem Leben. Und dann, was jetzt hier das Entscheidende aus meiner Sicht ist, ist der neue Ausdruck. Also es geht hier um Suchen und Versuchen, etwas, diese Irritation sich nachvollziehbar zu machen. Und der neue Ausdruck ist in seinem Fall, weil er ist Dichter, natürlich die Dichtung, die Literatur. Er schreibt diesen berühmten Brief über diese Erfahrung.
Und das Schreiben ist natürlich nicht einfach ein Aufzeichnen, ein einfaches Dokumentieren, sondern dieses Schreiben ist die Suche nach Ausdruck und auch zum Teil das Finden von Ausdruck natürlich. Also kein Dichter würde sagen, es ist, oder keine Dichterin, es ist jetzt ein Zu-Ende-Finden, man hat jetzt den Ausdruck gefunden, sondern solche irritierenden Erlebnisse oder Erfahrungen, da versucht man durch immer neue Gedichte oder Texte, die man schreibt, künstlerische Texte, einen verfeinerten oder angemesseneren Ausdruck für zu finden. Und wenn man sich in diesen Prozess begibt, was man ja nicht tun muss, aber er hat es getan, dann kommt man zu, das muss ich jetzt ja mal so anders hinschreiben, zu einem neuen Selbst- und Weltverhältnis, zu einem neuen in der Welt sein, könnte man ja sogar sagen. Das, also kann man sich so vorstellen, man ist jetzt, also dass das die eigene Beziehung zur Natur und zu sich selbst hat sich so stark verändert, und das ist ja keine marginale Sache, ja, wie man zur Natur steht. Und wenn man plötzlich merkt, die Natur spricht zu mir oder sie berührt mich, dann ist das ein ganz neues Verhältnis zur Welt, aber auch zu sich selbst. So, das ist also, das kann man durchaus schon als einen transformatorischen Bildungsprozess begreifen. Und zwar, das Entscheidende ist hier, dass die Transformation in einem bestimmten Medium hier der Literatur, man könnte dann sagen, Bildungszugang ist hier die Kunst oder die Literatur oder die Sprache in einem künstlerischen oder produktiven, generativen Sinne. Also hier in diesem Bildungszugang eine Transformation stattfindet. Und er am Ende jemand anderes ist, nicht mehr das Selbst- und Weltverhältnis, was hier war, sondern ein verändertes. Das ist aber noch gar nicht die große Sache dabei. Die große Sache ist vielmehr, dass er auf dem Gipfel ein Büchlein aufschlägt von Augustinus, also einem großen Vorbild. Und Augustinus war ja ein Kirchenvater, sagt man, Philosoph, Theologe, knapp 1000 Jahre früher, also der wird dieses Büchlein so um 400 geschrieben haben, genau an der Schwelle der Antike zum Mittelalter. Und er schlägt das Buch auf und liest den Satz von Augustinus, also zufällig seiner Behauptung nach, liest, da gehen die Menschen, die Höhen der Berge zu bewundern und die Fluten des Meeres, die Strömungen der Flüsse, des Ozeans Umkreis und der Gestirne Bahnen und verlieren dabei sich selber. Für Augustinus war das, was er Neugierde nannte oder Augenlust, war ein ganz großer Sünden. Und er hat sich selber mal ganz in seinen Bekenntnissen große Vorwürfe gemacht, weil er aus dem Fenster geschaut hat und einem Hasen auf dem Feld nachgeblickt hat. Warum ist das eine Sünde? Weil er eben nicht sich Gott zugewandt hat, sondern sowas Banalem, und da seine Neugierde und seine Augenlust befriedigt hat mit sowas Belanglosem. Ja, jetzt könnte man ja meinen, oh, jetzt hat worüber ich eben gesprochen habe, diese neue Beziehung zur Natur, dieses subjektive Naturverständnis, das ist jetzt wieder weg. Jetzt hat er als, also Petrarca als frommer Mensch, hat jetzt wieder, ist wieder auf den Boden der Theologie oder der Frömmigkeit zurückgeholt worden und merkt, er hat einen Fehler gemacht. Das ist zum Teil auch so, also er wird erschüttert dadurch. Gleichzeitig bleibt für ihn beides wahr. Und das ist jetzt wirklich das Bemerkenswerte, dass Petrarca in dem Moment und in der Folge sowohl an diesem Naturbezug bleibt, als auch den Gottesbezug aufrechterhält. Also diesen großen Widerspruch aushalten muss, dass er einerseits also die Natur als
als eigenes, nicht als göttliches, als eigenes schätzt und dass er auf sich selbst mit seinen Empfindungen, seiner Subjektivität plötzlich so viel Wert legt. Beides ist für die Theologie oder für diese, in diese Art von christlicher Auslegung, die jetzt auf Augustinus zurückgeht, ist das beides undenkbar. Daran hält er aber fest, genauso wie an Augustinus. Und man kann eigentlich sagen, dass genau dieses Aushalten dieser Riesenspannung, dass das das ist, was dann gekommen ist, nämlich der Humanismus, die Renaissance, dass man sich also auf dieses Wissenschaftsverständnis der Antike zurückbezogen hat. Also das ist ja wirklich der Mensch wird in den Mittelpunkt gestellt und gleichzeitig ist in der Renaissance der Gottesbezug und die Frömmigkeit völlig unangetastet. Beziehungsweise man findet dann in der Zeit in der Natur, im Menschen, im Wissen, in der Wissenschaft auch gerade wieder Hinweise auf das Göttliche, aber auf eine ganz neue Weise. Und weil Petrarca das so in dieser einen Bergbesteigung verarbeitet, das Problem, und also auf seine Art und Weise formuliert, gibt es sogar Leute, die sagen, dass Petrarca diesen Übergang vom Mittelalter zur frühen Moderne geleistet hat oder da ganz wesentlich bei ist zumindest. Oder ein ganz berühmter Kulturhistoriker, Jakob Burckhardt, sprach auch davon, dass Petrarca einer der wenigen vollkommen modernen Menschen war. Und zwar verdammt früh, weil das ist ja wirklich noch der wirklich absolute Beginn dessen, was man mit gutem Willen frühe Moderne nennen kann. Also 1336. Ja. So, also. Jetzt können wir überlegen, was sind hier die Kennzeichen, die man auch auf was anderes anwenden kann, auf noch einfachere Sachen. Also wir müssen uns anschauen, bei uns selbst, wie war, wenn wir uns Fragen hatten, haben wir eigentlich mal transformatorische Bildungsprozesse erlebt oder erfahren, dann müssen wir natürlich zurückdenken an ein bestimmtes In-der-Welt-Sein, das der Ausgangspunkt dieses Prozesses war. Das kann man ja auch wieder vergessen, möglicherweise. Und dann ist es ja relativ einfach herauszufinden, wann ist eine Erfahrung so, dass sie erstens neu ist, zweitens irgendwie beeindruckend ist und dass wir sie nicht einfach durch eine kleine Anpassung unserer Schemata, die wir hier haben, inkorporieren können, einfach verarbeiten oder einfach durch eine kleine Anpassung lernen können. Wie bei Petrarca das hier war, er hat nicht verstanden, was hier los ist mit der Natur, warum die ihn so beeindruckt. Und sucht dann, das ist dann der nächste Schritt, es gibt dann eine intensive Auseinandersetzung, einen intensiven Verarbeitungsprozess, der, wie ich jetzt auch in der Vorlesung zur Bildung gesagt habe, eigentlich nicht im Alltäglichen stattfindet, sondern in bestimmten Medien oder in bestimmten symbolischen Formen, wie der Wissenschaft, der Kunst, der Sprache oder so. Ja. Und in dem Fall hatten wir bei Petrarca natürlich die Literatur als künstlerisches Medium, die Dichtung, in der diese Auseinandersetzung stattfindet und dann ein neuer Ausdruck als Ergebnis des Prozesses mir ermöglicht, nicht nur meine Erfahrung auszudrücken, also mein Weltverhältnis letztendlich, sondern wenn ich selber ausdrücken kann, meine Empfindung, meine Subjektivität, dann bilde ich erst eine Subjektivität. Also wenn ich etwas, wenn ich meine Empfindungen, mein In-der-Welt-Sein nicht ausdrücken kann,
dann könnte man fast sagen, dann ist es auch nicht real. Dann ist es nicht reflektiert, dann ist es nicht wirklich Teil meines Ich. Also ich muss schon Möglichkeiten finden, das, was mich irritiert hat, hier dafür irgendwelche Formen, irgendwelche symbolischen Zugänge zu finden. Also zum Beispiel wie eine neue Art der Dichtung. Und neu, ja, in dem Fall ist es vielleicht auch neu für die ganze Menschheit gewesen, aber das ist ja völlig uninteressant eigentlich. Für jedes Kind kann ja alle Entdeckungen der Menschheit neu durchführen. Das ist ja das Schöne für Kinder, sie können wirklich ja alle Entdeckungen machen. Und das ist ja das Kriterium, dass das Kind an einem Punkt durch diese Irritation gezwungen wird oder sich zwingen kann. Das kann nicht von außen gezwungen werden. Es muss natürlich auch die Bereitschaft dazu haben, das nicht einfach zu verdrängen oder abzuwehren, sondern sich darauf einzulassen, auszuprobieren, zu suchen, zu versuchen, nach neuem Ausdruck, nach neuen Perspektiven, neuen Arten des Beobachtens. Und dann kann das Kind das auch anderen mitteilen, wie Petrarca diesen Brief geschrieben hat, wie man vielleicht etwas bauen kann, wie man etwas künstlerisch machen kann oder auch in anderen Arten des Kommunizierens oder des Sich-Bewegens oder wie auch immer, wird man das, was man, womit man und worin man sich gebildet hat, eigentlich auch nach außen an seinen Mitmenschen mitteilen können. Also das ist eigentlich auch ein wesentlicher Teil davon. Ja, das hat wahrscheinlich mehr Fragen jetzt produziert als Antworten gegeben, aber so ist das nun mal.